Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ihr wisst, Gen 3 steht vor der Tür. Also die meisten dachten ja, dass Gen 3 gestern schon kommen sollte. Gestern Nacht. Aber dem war nicht so. Also ich tippe echt, heute Nacht wird's kommen. Sehr, sehr sicher. Und bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit ein paar Sachen. Es sind ja in letzter Zeit so viele Neuigkeiten gefunden worden mit diesen ganzen Datamine und so. Und was kommen wird und dies, das. Und ich gebe euch eine kleine Übersicht. Also die wichtigsten Sachen sind... Die Box wurde, also wurde noch nicht erweitert, aber wird demnächst erweitert auf 1500, die Pokémon Box. Und 50 soll umsonst sein, glaube ich, anscheinend. Das schauen wir uns gleich noch an. Und es gibt ein Item, das so wie Glücksei ist, nur für Sternstaub. Und Botobill wurde gefunden. So, der Ladebildschirm sollte schon bei allen da sein. Ein Update gab es. Sieht übrigens echt cool aus, richtig saftig. Dann das mit dem Wetter, die Symbole. Das mit dem Wetter soll später erst eingeführt werden, Ende des Monats. Und das Wetter hat jetzt, so wie es aussieht, 4 Stufen. Also es gibt nicht nur windig, sondern es gibt windig Stufe 1, 2, 3 und 4. Und Pokémon, die passend zu diesem Wetter sind und man die fängt, für die kriegt man sogar mehr Sternstaub. IVs sind besser von den Pokémon, die passend zu dem Wetter sind. Deren Attacken sind besser beim Kämpfen und sie sind halt häufiger anzutreffen. Dann wie gesagt hier dieses Starpiece. Das anscheinend so wie Glücksei ist, nur für Sternstaub. Meine Meinung ist, dass es leider nicht so toll ist, weil man macht echt wenig Sternstaub in einer halben Stunde. Also ausgehend vom Preis natürlich. Wenn es natürlich viel billiger ist als ein Glücksei, dann lohnt es sich vielleicht. Aber wenn es denselben Preis hat wie Glücksei, dann lohnt es sich so gar nicht. Es sei denn, man schlüpft halt mehrere Eier gleichzeitig, aber sonst. Dann gibt es noch eine neue Funktion, womit man Teams auswählen kann oder vorbereiten kann. Und damit dann wahrscheinlich in Raids und Arena-Kämpfe einsteigen kann. Was halt sehr, sehr praktisch ist. Vor allem für Leute, die so viel Arena-Kämpfe machen. Und auch viel raiden. Spart eine Menge Zeit, spart eine Menge Tränke. Und ist einfach notwendig gewesen. Dann wurden natürlich ein paar neue Moves entdeckt. Ein paar neue Attacken. Draco-Meteor zum Beispiel für Brutalander. Und natürlich auch Present, Geschenk auf Deutsch. Was die Attacke von Botokel ist. Der... höchstwahrscheinlich jetzt zu Weihnachten kommen wird, zu einem Weihnachtsevent. Man munkelt am 21. Und hier erzählen die das mit dem IVs, bessere IVs, ausgehend vom Wetter. Und hier die verschiedenen Level, also es gibt verschiedene Stufen des Wetters, Level 1, 2 und so. Und hier nochmal das mit dem Sternstaub und dem Boost. Wie gesagt, mal schauen, wie teuer das sein wird. Oder ob es überhaupt im Shop erhältlich sein wird. Oder vielleicht ist es einfach so. Findet man den Pokéstop und dann kann man es eine Weile aktivieren. Vielleicht schauen sie sich was von Draconis Go ab, weil da kann man auch aus den Stops ein paar Sachen, ein paar geile Sachen bekommen. Dann haben wir hier eine Neuigkeit von Niantic noch. Einblick in die Entwicklung von Pokémon Go, dynamisches Wetter und Kampfteams vorgestellt. Das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ich habe es mir durchgelesen, also da steht eigentlich nichts Wichtiges. Also Kampfsystem wurde jetzt schon geändert. Für alle, die das Update haben, der Charge Move, die Ladeattacke ist unten. Nicht mehr oben und es sieht alles ein bisschen anders aus. Und ich habe leider keinen Screenshot jetzt gemacht davon. Aber ich denke mal, die meisten haben es eh schon gesehen. Und halt, ja, das ist alles nicht so wichtig. Hier ist das Wichtigste. Pokémon-Aufbewahrung. Trainer werden die maximale Anzahl der Pokémon, die sie aufbewahren können, von 1000 auf 1500 erhöhen können. Das ist schon eine Menge. Und alle haben so lange darauf gewartet, indem sie Upgrades für die Pokémon-Aufbewahrung im Ingame-Shop kaufen. Okay? Kommentar. 50 direkt umsonst. Umsonst, Leute. Das wollen wir hören. Obwohl 50 echt geizig ist. Aber okay. Die 50 passen halt zu den 50 neuen, die jetzt kommen werden. Höchstwahrscheinlich heute Abend. Das war's von mir. Mal schauen, was heute Abend passiert. Ich bin gehypt. Ich bin gespannt. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu den neuen Sachen. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir werden sehen, ob heute Gen 3 kommt. Das war's von mir. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.